Die Serie Hartz und Herzlich auf RTL 2 erfreut sich großer Beliebtheit. Welche Worte Elvis jetzt an Kumpel Dieter richtet, schockiert die Fans der Serie. Die Benz-Baracken in Mannheim sind das Zuhause der Protagonisten der Doku-Serie Hartz und Herzlich, die auf RTL 2 gezeigt wird. In der Sendung werden Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben, begleitet und ihre Sorgen des Lebens am finanziellen Existenzminimum dokumentiert. Die Zuschauer erhalten so Einblicke in die ganz individuellen Lebensrealitäten der Protagonisten. Einer der Bewohner möchte nun seinem tristen Alltag entkommen und begibt sich auf Jobsuche. Der 53-jährige Dieter ist seit 2019 arbeitslos, zuvor arbeitete er als Paketsortierer. Aber so soll es nicht weitergehen. In einer neuen Folge macht sich der Hartz und Herzlich Star auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch. Doch was dann geschah, hat er wohl nicht kommen sehen. Hartz und Herzlich, große Enttäuschung bei Dieter. Der Optimismus, mit dem Dieter das Bewerbungsgespräch in einer Autowaschanlage anging, ist schnell verflogen. Nach nur 4 Minuten ist das Gespräch beendet, Dieter kassiert eine klare Absage. Die 3 Jahre ohne Job und das Rauchverhalten des Benz-Barackenbewohners reichten wohl als Ausschlusskriterium. Dieter ist sichtlich enttäuscht und kann die Absage nicht nachvollziehen. Zurück in seiner Wohnung beschwert er sich bei seiner Frau Carmen, die die Absage besser einordnen kann. Carmen richtet folgende Worte an ihren Partner: Hat sie wohl dein Alter und dass du nur noch Haut und Knochen bist gesehen und dann warst du direkt raus? Dieter lässt die Einschätzung seiner Liebsten wortlos über sich ergehen. Harte Worte von Nachbar Elvis. Dieter muss in der heutigen Folge einiges aushalten. Als Carmen und er dann Nachbar und Hartz und Herzlich Kollegen Elvis vor der Haustür treffen, hält er seine ehrliche Meinung nicht zurück. Elvis klärt Dieter darüber auf, dass der von ihm begehrte Job mit einem enormen Zeitdruck zusammenhängt, dem der 53-Jährige nicht standhalten könne. Zudem sei Dieter nun mal nicht mehr der Jüngste, Elvis findet harte Worte. Diese Arbeit ist nichts fürs ältere Semester. Sei mir nicht böse, aber das schaffst du nicht. Das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er rät seinem Freund zu einem Job ohne Hektik, er könne ja Gärtner werden. Ganz zufrieden wirkt Dieter mit diesem Vorschlag nicht. Er möchte sich weiterhin auf Jobs bewerben und hofft auf das ein oder andere Bewerbungsgespräch. Wir wünschen viel Erfolg.